In Europa werden die Muslime oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die islamische Gemeinschaft vorhabe, tatsächlich Europa zu islamisieren. Obwohl sich die Muslime lediglich darum bemühen, für ihre Rechte einzustehen, wird das auf eine gänzlich andere Art und Weise ausgelegt. Nun, die Bemühungen um ihre Rechte werden so dargestellt, als ob die Muslime versuchten, die Scharia in den jeweiligen Ländern zu implementieren. Einfache Handlungen des Muslims, die aus seiner islamischen Überzeugung heraus entspringen, werden von Demagogen in einer Art und Weise ausgelegt, als würde eine Islamisierung Europas kurz bevorstehen. Beispielsweise wird die islamische Kleiderordnung der Frau hierfür gerne belegend angeführt. Politische Akteure, insbesondere aus dem rechten Spektrum, nutzen die islamophobe Grundstimmung in der Gesellschaft, um Angst vor einer bevorstehenden vermeintlichen Islamisierung Europas zu schüren. Die Landtagswahlen Mitte 2016 belegen, dass das Kalkül der Rechtspopulisten aufzugehen scheint. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob dieser Vorwurf von einer politisch bewussten oder eher unbewussten Person erhoben wird. Erhebt ein politisch bewusster Akteur diesen Vorwurf, so sollte darauf hingewiesen werden, dass hierbei dafür jeglicher Realitätsbezug fehlt. Die Realität zeigt nämlich, dass eine Islamisierung nicht bevorsteht. Und aufgrund dessen sollte die Schlussfolgerung betont werden, dass dieser Vorwurf lediglich zum Schüren von Hass und Misstrauen angeführt wird. Weiterhin, geehrte Geschwister, steht der islamische Wertekanon fortwährend im Fokus der öffentlichen Diskussion. Nach den Anschlägen von Paris ist beispielsweise die Diskussion um die Vollverschleierung der muslimischen Frau wieder neu entfacht. Die Anstrengungen also von uns Muslimen, eine sachliche Auseinandersetzung zu führen, werden hemmungslos uminterpretiert, obwohl die Muslime grundsätzlich nur den Erhalt der eigenen islamischen Identität anstreben und versuchen, sich gegen die Assimilationspolitik zu wehren. Trotzdem wird es derart uminterpretiert, als ob es das Ziel der Muslime sei, Europa islamisieren zu wollen. Tatsächlich wurde solch eine Zielsetzung von keinem einzigen muslimischen Vertreter oder Verein jemals formuliert. Es ist nichts weiter als eine Verleumdung, die vorrangig dazu genutzt wird, um Feindseligkeiten gegen den Islam zu schüren und um von viel wichtigeren Problemen in der Gesellschaft abzulenken. Beispielsweise gerade Frankreich leidet bis heute unter der Finanzkrise von 2008. Nun, findet der Diskurs mit einer politisch weniger bewussten Person statt, so kann wie folgt argumentiert werden, geehrte Geschwister. So fand im letzten Jahrhundert eine Einwanderung von uns Muslimen in die Länder Europas statt. Ja, das stimmt. Die Triebfeder jedoch für diese Auswanderungen lässt sich auf drei Gründe zurückführen. Erstens, es war das Streben nach Unterhalt. Das heißt, die Muslime kamen nach Europa, um hier nach Arbeit zu suchen, um sich und ihre Familien versorgen zu können. Zweitens, es war das Streben nach Wissen. Viele Muslime kamen nach Europa oder allgemein in die Länder des Westens, um hier die Universitäten, aber auch Schulen zu besuchen. Drittens, es war das Streben nach Schutz und Sicherheit. Da dies die ausschließlichen Beweggründe waren und dies übrigens auch nach wie vor sind, ergibt sich also keinerlei Anhaltspunkt für eine geplante Islamisierung Europas. Es stimmt zwar, dass die Zahl der Muslime in Europa stetig wächst, aber wie viele von ihnen sind wirklich gläubig und versuchen, den Islam zu leben? Wie viele von ihnen sind fast schon, ja leider, assimiliert, sodass sie mit dem Islam kaum mehr als nur der Name verbindet? Wenn man heute von ca. 5 Millionen Muslimen in Deutschland ausgeht, die tatsächliche Zahl übrigens dürfte sogar höher liegen, und die Salafisten als Beispiel strenggläubiger Muslime herangezogen werden, denen wir nun rein hypothetisch einen Islamisierungsversuch unterstellen wollen, so liegt deren Zahl nach Angaben des Verfassungsschutzes bei ca. 6.000, was also ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 1.000 an der Gesamtzahl der Muslime ausmacht. Gemessen an der deutschen Gesamtbevölkerung ergebe dies ein Verhältnis von 75 pro Millionen. Das heißt, 75 sogenannte Salafisten pro 1 Million Bürger. Geehrte Geschwister, ich frage euch, wie kann daraus rational die Gefahr einer Islamisierung abgeleitet werden? Der Vorwurf an die Muslime, eine schleichende Islamisierung des Abendlandes anzustreben, ist somit definitiv haltlos.